Die. Oh, ich freue mich schon auf die anderen Teile, auf den dritten Teil und so. Das wird richtig cool. Und natürlich auch auf Brotherhood und Revelations, wo man ja, soweit ich gehört habe, nicht nur Ezio spielt, sondern auch Desmond vermehrt. Also häufiger. Achso. So, hier ist noch eine Kiste irgendwo. Da oben. Ne, hier. So, mal schauen, was drin ist. 250 Florin, jawohl. So, da muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite rein. Von der anderen Seite rein. Oh, wollte ich eigentlich gar nicht. Aus welchem gottverdammten Loch bist du gekommen? Muhahaha. So, und ein weiterer Kodex. Eine Kodex-Seite, viel eher. So. Noch irgendwas hier in der Nähe? Nee. Dann nächsten Aussichtspunkt ansteuern. Dann habe ich das schon mal erledigt. Das ist sehr gut. Und tap. Tap. Ah, doch nicht hier oben. Naja, egal. Habe ich da gerade eine Feder gesehen? Nee. Aber das da interessiert mich auch ein bisschen jetzt gerade. Das kann ich gleich noch machen. Da ist noch ein Steckbrief. Voila. Synchronisieren. Nice one. Und runter geht's. Und wieder hoch. Makifa, ist der von Sinn? Makifa. Hat er den Verstand verloren? Da, sehr schön. Gleich noch einen, dann ist mein Bekanntheitsgrad fast wieder auf Null. Er wird sich noch etwas brechen. Naja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Okay. Und ein Aussicht. Ne, zwei noch. Zwei fehlen noch. Zack. Ab. Ach, hier ist das okay. Auf der Seite. Hm, was ist mit mir? Alles klar. Und hier geht's wieder hoch zum Turm. Das ist wieder so ein Standardturm. Ja, ich bin schon athletisch. Jetzt wird's drauf. Und runter geht's. Karte ist aktualisiert. Da ist so ein behinderter Marktschreier, aber den muss ich mit 500 bezahlen. Oh, das war doch geil. So. Sehr schön. Ja, Entschuldigung, das war ich. Nicht. Ne? So, eines gibt es noch hier. Ein Ziel. Ich bin's nur. Tap. Tap. Und
und runter. Gut, und hier geht's wieder hoch und dann rüber. Oh, ein Schiff. Geil. Rolle und zack. Ach ja. Ach ja, ach ja. Hier geht's hoch. Fein, fein. Alles klar, ist wieder so ein Standardturm, das ist ja entspannt. Synchronisieren, würde ich sagen. Pöbel? Och man. Der macht es mir aber auch viel zu einfach, ne? Kann ich ja nichts für. Eine Kiste! Juhu! Da! Auf! Da ist er! Packt ihn! Achso. Wir sehen. Ja, so. Nochmal neu gestartet wieder. Wegen, weil das Ornat-Problem, so nenne ich das ab sofort immer. Dass sich da nicht der Ton so sehr verschiebt. Ich hoffe, dass das auch hier gut ist. Ich meine, ich habe gestern reingeguckt. Gestern hatte ich da keine Probleme entdeckt. Double Kill! Ey! Spasti! Frechheit hier! Presto, presto! Oh, was ist denn das? Das L, ist das Luigi? Zack, selbst den dicken Rohling habe ich hier erledigt. Oha. Scheiße, das hat aber Bekanntscheißgrad erhöht, hätte ich fast gesagt. Oh, da unten. Tja, bei so vielen Söldnern hier. Kein Wunder. Muss hier weg. Oh Mist. Katze, Katze. Ihr gewinnt. Ciao. Ich gewinne? Okay. So, jetzt will ich aber zu Luigi hier. Wenn das Luigi ist. Und wenn nicht, will ich trotzdem dahin. Ich will wissen, was das ist. Ich weiß es nämlich nicht. So, hier unten also. Ah, Leonardo, natürlich. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Aha, wir müssen diese Buchstaben umstellen. Hier, das war's. Oh, das ging ja schnell. Zwei Codex-Seiten entschlüsselt. Und was haben die gebracht? Gar nichts. So. Bevor wir die nächste Hauptmission machen, geht's erst nochmal ab in Richtung. Moment. Geht's hier irgendwo rein? Andere Seite, okay. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Okay. Sehr beeindruckend. Aber haltet euch besser fern von den Wachen. Ist was? Was ist passiert? Trottel, ey. Pflege für alle. Na, das ist aber wirklich mal. Oh, nett von denen. Hier gleich wieder angebracht. Ja, wie ich an die Schätze rankomme, weiß ich jetzt noch nicht. Das gucke ich später. Erstmal das Assassinengrab. Jetzt muss ich nur das Symbol finden. Die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen,
Jawohl, interagieren, ab ins Assassinengrab und die zweite Platte, Schale, Schüssel, Schild, was es auch immer ist, diesen komischen Stein-Dings da oder so holen, ne? Da muss, ach ja, oh Gott, das war so scheiße, da hochzukommen, ne? Das war so scheiße. Da hochzukommen. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterna nicht stören. Okay. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Alle geldgierig. Oh, das Loch hat noch nie jemand bemerkt. Oh, hat sich wahrscheinlich eben erst geöffnet. Zusammen, ja. Und schließt sich auch direkt wieder. So, jetzt darf ich erstmal einen Weg nach oben finden. Und der ist ziemlich... Okay. Da geht's hoch. Akzeptieren! Oben auf das Tor klettern. Oh, okay. Ach so, ja, danke für die viele Hilfe. So, so kann ich zumindest hier oben lang. Hab. Hab. Ab. Hm. Okay, das bringt irgendwie nichts. Oder irre ich mich da? Mal schauen, da könnte ich hin. Dann darauf, dann darauf, dann da nach oben, dann darauf, dann darauf, dann darauf und da weiter. Ja, sehr schön. Oh, war ja klar, verarschen. Ah, ne. Ich dachte schon nicht. Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. So ein geskripteter Checkpoint. Oh, ja, ja, genau. Genau dafür ist das, dass mir sowas passiert. Und hab. So, mal sehen. Uiuiui. Alter Schwede, das ist ja aber auch schon wieder. Meine Fresse. Junge, Junge, Junge. Hopp. Ne, dann war das ein anderes Assassinen-Krab, wo es schon richtig scheiße war, ranzukommen. Und mit richtig scheiße meine ich auch richtig scheiße. Also so richtig scheiße. So, ich muss mal eben ganz kurz Pause machen. So, und da bin ich auch wieder zurück. Mal schauen, hier geht's weiter. Hopp, hopp. Und... Ah, leider kippt um. Ja, was für ein Glück. Mensch, hab ich ein Glück. Oh Gott, ey, das sieht aber auch noch nach einem Weg aus, ey. Alter Schwede. Uiuiuiuiuiui. Und da oben müssen wir hin, letztendlich. Gut. Hopp. Hopp. Noch einmal außenrum. Oha, scheiße, das war knapp. Und